In Deutschland leiden 7 Millionen Menschen an Diabetes. 2 Millionen wissen gar nichts davon. Immer wenn du Zucker isst, in Form zum Beispiel von Bonbons, dann steigt der Blutzuckerspiegel. Und der Körper produziert dann ein Hormon, das heißt Insulin. Und Insulin senkt diesen Blutzuckerspiegel wieder. Und Diabetes ist jetzt die Krankheit, die damit zu tun hat, dass dieses Verhältnis zwischen Blutzuckerspiegel und Insulin irgendwie aus den Fugen gerät. Die Konsequenz ist meist, dass der Blutzuckerspiegel erhöht bleibt und daraus resultieren dann Folgeerkrankungen. Und die können wirklich stark sein, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und man kann sogar blind davon werden. Es gibt ein paar verdächtige Anzeichen. Zum Beispiel vermehrtes Durstgefühl, Infektanfälligkeit, schlecht heilende Wunden, Müdigkeit, Juckreiz, trockene Haut, Kribbeln und Taubheitsgefühle in den Beinen. Es gibt sogar psychische Symptome. Zum Beispiel kann man ein bisschen depressiv verstimmt sein oder man kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Generell gilt, je früher ihr den Diabetes erkennt, desto besser. Denn je früher ihr den erkennt, desto eher könnt ihr die Ernährung umstellen, desto eher könnt ihr Sport machen, desto eher könnt ihr auch Vorsorgeuntersuchungen machen und desto eher könnt ihr euren Blutzuckerspiegel auch mit Hilfe von Medikamenten einstellen. Gerade am Anfang, wenn ihr diese Diagnose bekommt, geht es gar nicht darum, euch sofort irgendwie Medikamente zu geben, sondern es geht allgemein darum, dass ihr euch ein bisschen mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt und mit dem Thema Sport. Und auch da müsst ihr kein Fitness-Influencer, Instagram-Model werden oder so, sondern es reichen einfache Sachen. Zum Beispiel 2,5 Stunden Sport die Woche. Und selbst wenn ihr ein Sportmuffel seid, macht es einfach Sinn, euch viel zu bewegen. Genauso wie das Thema Abnehmen oder Gewichtsreduktion, da müsst ihr auch nicht total viel abnehmen. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr jetzt übergewichtig seid. Sondern es reichen schon laut Leitlinien 5-10% Gewichtsreduktion, damit ihr tatsächlich eine deutlich bessere Prognose habt. Pendelt sich der Blutzuckerspiegel gut ein, reduziert es das Risiko der Folgeerkrankung, wie zum Beispiel die diabetische Retinopathie, das diabetische Fußsyndrom oder die Niereninsuffizienz. Die Retinopathie besteht aus den Wörtern Retina und Pathie, also Retina kennt ihr bestimmt vom Display, das heißt Netzhaut. Und Pathie ist einfach die Nachsilbe und bedeutet meistens Krankheit. Also es ist die Krankheit der Netzhaut und die kann tatsächlich so weit führen, dass ihr blind seid. Deswegen ist es auch so wichtig, regelmäßig zu diesen Kontrolluntersuchungen zu gehen. Wenn der Langzeitblutzuckerwert, der sogenannte HbA1c, trotz Ernährungsumstellung und trotz Sport immer noch erhöht ist, beziehungsweise so außer Rand und Band, dann helfen auch blutsenkende Medikamente. Und wenn das nicht hilft, dann kann man auch weitere Kombinationen an Medikamenten geben und gegebenenfalls Insulin. Aber davor haben wir tatsächlich viel selbst in der Hand, sei es Sport, sei es Ernährung, sei es ganz, ganz viele Möglichkeiten, damit wir Medikamente möglichst spät benutzen und damit wir tatsächlich auch diesen ganzen Krankheiten lange wie möglich vorbeugen können. Mir ist das wichtig, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Es gibt ganz viele Programme, die euch helfen bezüglich Ernährung, Sport, Verhaltensweisen, Medikamente, Vorsorgeuntersuchungen, die euch in dieser Lebenslage immer helfen können. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die doch einfach in die Kommentare und wir werden die beantworten.